Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Marok Smile. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind immer noch hier auf der Mission Finde König Olafs Vers und sind jetzt in dieser Höhle. Da hören wir schon wieder unsere... Wer ist da? Wer ist da? Wer ging raus? Da kommt einer. So, oder da kommt einer. Oh, nein. Kein Zauber wird. So. Ich musste echt viele Ziele kämpfen jetzt in dieser Höhle. Jetzt schießt er seine eigene. So. Oh, die sind echt stark, diese Höhle. So, da müssen wir nochmal wieder Zaubertrank nehmen. Oh, nehmen wir diesen großen direkt. Ich bin nicht mit hier. Oh, komm schon. Wer ist da? Da ist noch einer. Boah, den hat er den Bein weg. Das nenne ich mal Kraft, du. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben die alle umgenietet. Das ist gut. Okay. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Lass uns mal in Ruhe gucken. Dafür brauchen wir mal die Fackel. Fackel, da ist sie doch. Okay. Wir haben alles durchsucht hier. Glaube ich zumindest. Da ist jetzt nichts mehr, was wir übersehen haben, bis auf den einen Raum. Und die ist schon leer. Da ist noch ein Raum hier. Oh, da ist eine Schatztruhe. Max Gold. Zaubertrank der Magika. So. Jetzt bin ich auf eine Falle gestolpert, ne? Ah, jetzt bin ich vergiftet etwas. Aber alles gut. Noch im Rahmen, also. Das war echt eine Wucht, du. Habe ich schon den? Den habe ich leer. Den habe ich auch leer. Den Raum war ich noch nicht. Hier ist aber nichts. Okay, dann lüften wir mal das Geheimnis. Eine Treppe, die nach unten führt. Zeig mal. Ich mach mal lieber hier einen auf ganz sicher. Hier irgendwas unter der Treppe versteckt? Nein, da ist nichts. Okay, die Tür Simsalabim. Die Tür öffnet sich. Da ist der Typ. Warum kann ich nicht mit denen sprechen? Gold. Lese König Olafs Vers. Ach, König Olafs Vers. O Olaf, unser Unterdrücker. Einäugiger Verräter. Todbringender Dämon und Drachentöter. König, eure Legende sind Lügen. Reiserisch und falsch. Ein schlauer Sieg über Numinix. Ein Jahrhundertwindel. Jahrhundertschwindel. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohung. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand. Himmelsrand, treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. So endet die Meere von Lügner. Und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuerbrunst. Gut, wir haben's. Wir nehmen's mit. Abgeschlossen. Finde Olafs Rede. Kehre zur Badenakademie zurück. Okay. Genau. Okay.
Kehre zur Bahnakademie zurück. Na, das war's eigentlich, ne? Tolle Wurst, ne? Gut. Dann komm. Ich weiß nicht, ob wir da herauskommen können, so. Ist das, gibt es hier einen Ausgang? Warte mal, nicht, dass ich da irgendwo hinlaufe und eigentlich der Ausgang ist hier. Nee. Hier ist kein Ausgang. Okay. Aber da war doch eine magische Tür, die war noch verschlossen. Tja, schade. Schade, schade, schade. Kann man nichts machen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Wenn ich nur wüsste, wo entlang. Ne, wir sind doch von dem Weg hier gekommen. Und dann da runter. Oh, siehst du? Ne, der führt zu nirgendwo hin. Der Weg führt auch nirgendwo hin. Wir müssen hier. Und guck mal, den Bereich, da waren wir überhaupt nicht, siehst du? Also, gehen wir nochmal zurück. Was ist das hier? Zuh, da ist mal eine Schriftrolle. Die haben wir gar nicht gesehen, du hier, hör mal. So, warte mal. Jetzt bin ich wieder da zurück. Hier entlang. Und dann links. Oder ist das links oder rechts? Ne, links musst du hier. Links, genau. Links rüber. Und dann hier hoch. Da ist er doch. Ja, wie soll ich denn die Tür öffnen hier? Ja, er macht sie uns auf. Toll. Cool. Es gibt noch Hoffnung. Wir kriegen dann nochmal. Ne, wir müssen mal gucken, ins Inventar rein. Sonstige Artikel. So, warte mal. Wo ist denn diese Drachenklaue da? Warte. Oh, die zu suchen ist jetzt gar nicht so einfach. Ah, da ist sie, da war sie. Da ist sie doch, siehst du? Oh, kann ich sie nicht näher ranzoomen? Ich sehe das so schlecht. Hm. Ich sehe es so schlecht, ey. Warte mal, liebe Leute. Ich weiß, dass ich mir nur tausendmal auf und zu machen muss. So. Da habe ich sie jetzt abfotografiert, einfach mal. Ein Wolf und Wolf und Adler. Adler in der Mitte. Also, Wolf. Und hier kann ich, aktivieren. Und dann nochmal ein Wolf. Und den Adler in der Mitte. So sollte es richtig sein. So, jetzt Klaue rein. Die Tür müsste sich jetzt öffnen. Prima. Klappt doch, wunderbar. Prima. Ah. Kommt vielleicht wieder so in so eine Drachenhöhle. Ja. Oh, da muss ich den Adonage rufen. Da habe ich selber jetzt irgendwie keine Chance, glaube ich. Ich muss die erstmal alle töten. Da sitzt einer. Das ist hier ein Rad hier. Okay, wir töten den erstmal. Mehr. So, gespeichert ist das. Es ist Zeit. Oh, das ist Zeit, sagt er.
sie sofort töten. Ich kann sie gar nicht zulassen, dass sie jetzt passiert. Da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Hab ich doch gesagt. Der hier. Sehr gut. Hier, die habe ich auch noch nicht durchsucht hier. Okay. Warte nochmal. Adonage Nummer 7. Okay. So. Es ist eine Schlachterei hier, du. Da ist noch einer rausgekommen. Wir müssen die noch alle durchsuchen, du. Ah, das gibt ja auch welche, die waren hier von Versteckte von der Armee oder was? Hä? Das kann doch gar nicht sein. So, den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Wer ist denn da? Okay, wir brauchen noch mal den Adonagen. Okay. Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Tränke. Mal, Tränke. Ich muss vorhin Zaubertränke da. Da haben wir es doch. Entschuldigung, liebe Leute. Da. Oh, die sind echt heftig. Die sind so stark. Oh, wir haben sie fast alle besiegt. Warte. Gibt es wieder zu verkaufen, unendlich durch. Das Zeug hält. Alles leer. Der ist auch leer. Leer. Haben wir keinen vergessen. Ich darf nicht einen vergessen. Nicht, dass da doch noch was ist, ne? Hier, Kohle nur. Kohle. Hier nochmal einen großen Linkstrank. Ein Zaubersteinchen. Hier ist nochmal einer, guck sich den. Oh. Die sind alle leer, die habe ich schon alle durchsucht jetzt hier. Genau. Ich habe keinen vergessen mehr. Die habe ich alle. Da war noch eine. Die ist auch tot. Hier. Ich muss jetzt sterben hier. So, fertig. Los aus jetzt hier. Schüsse zu König Olafs Schatz. Sehr gut. König Olaf erbt mir alles. Erstmal das Wort lernen. Hier. Wort der Macht gelernt. Raserei, Wirbelwind, Sprint. Ja,
haben Sprint gelernt, okay. Ach, da ist zwar Gold, aber wir kommen nicht dran, ne? Das ist einfach nur so eine Kammer, oder wie? Okay. Olaf ist weg. Wir haben das Wort der Macht gelernt. Und jetzt können wir das hier öffnen. Da ist sein Schatz. 43 Gold. 27 Schaden. Ich glaube, ich habe eine bessere Waffe gefunden. Die Truhe öffnen. Oh, schönes Schild. Gold. Rolle des Schreckenzombies. Und Wahnsinnserz. Hab ich noch nie gehört. Aber muss sehr wertvoll sein. So, machen wir die Tür auf jetzt hier. Ah, sehr gut. Wir haben es geschafft. Es ist erledigt. Es ist erledigt. Da ist noch ein Goldsack. Den habe ich nicht gesehen. Wie habe ich den bloß übersehen? Den Goldsack hier. Adios, liebe Höhle. Wir haben es geschafft. Zurück in Himmelsrand und ab in die Badenakademie. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt zurück in die Badenakademie. In Einsamkeit. So. Zum Verkauf kommen wir später. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Mach das. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Was oh, ich auch. Ihr? Erstmal nichts von euch. Ich wollte erstmal. Oh, diese Nordlichter, schaut euch das an. Wunderschön. So, durch die Gassen hier. Zur Badenakademie. Ich glaube, hier war das entlang hier. Diese Straße führt mich dahin. Hm, da ist sie doch schon. Tipp, 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 tipp. Tür öffnen. Wo ist der Typ denn? Muss ich ihn hier in den ganzen Räumlichkeiten suchen, oder was? Da vorne steht er doch. Hallo. Willkommen in Einsamkeit. Die Heimat. Willkommen. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Wie geht es mit der Aufgabe voran, die ich euch gegeben habe? Was ist eigentlich mit dem Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giraud Germain hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Okay. Ich hab was gewollt. Ihr habt ihn gefunden. Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Sehen wir uns. Trotzdem hat er mich losgeschickt. Oh. Oh nein. Das wird nicht genügen. Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Und die Teile, die lesbar sind? Nun, seit damals hat sich die Badenkunst auch sehr verbessert. Was bedeutet das jetzt für mich? Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken. Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Badenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Können wir nicht einfach fehlende Teile des Verses ein... Dazu dichten... Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. Dann können wir tun, wie lautet der erste Vers? O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig,
Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Olaf hat eine Abmachung mit Numinex. Olaf war Numinex, ein Drache in Menschengestalt. Das finde ich sehr unwahrscheinlich, aber der Hof wird es lieben. Ich schreibe es hinein. In Ordnung. Und nun? Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat. Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist? Olaf hat den Drachen gestalten. Hat es in Drachengestalt. Nein, das geht zu weit. Sehr spannend, aber höchst unwahrscheinlich. Das kann ich unmöglich hineinschreiben. Komm schon. Ja. Und Sie haben den Befehl missverstanden. Das schreibe ich hinein. Das bringt den Hof sicher zum Lachen. Okay, war's das? Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Ihr solltet mitkommen. Das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.